Kerstin kommt zu mir nach Hause und steht im Wohnzimmer und singt. Also ich habe eben mitgemacht für meine Mama. Also ich höre sie auch sehr gerne, aber Mama eben noch mehr. Und das dachte ich so, das ist nochmal, um ihr auch eine schöne Überraschung zu machen. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich trag das schon so lange mit mir rum. Ja, das ist eigentlich ein bisschen mehr aufregend, weil man ja sehr, sehr dicht auch mit den Leuten zusammen ist. Es hat aber auch immer so eine schöne Atmosphäre, finde ich. Ich weiß nicht, was das heißt für dich, doch ich kann das nicht länger still bewahren. Ja, damit die Menschen eine gute Zeit haben, für die ich da gerade singe, muss ich denen natürlich auch in die Augen gucken und mich mit denen verbinden. Und wenn ich so zerstöre, was wir waren, ich würde dich gern für immer auf Händen tragen, wenn man selbst nie dran mehr glaubt. Doch mit dir will ich warten. Du, ich muss dir was sagen. Wie oft trifft man einen Künstler, den man mega doll gern hat, schon persönlich in einem Wohnzimmer? Wenn das so eine kleine Gruppe von Menschen ist, dann ist die Atmosphäre auch gleich sehr liebevoll von Anfang an. Doch mit dir würde ich's wagen. Sie strahlt sehr viel Freundlichkeit aus. Natürlich. Und dass sie so locker ist, hätte ich nicht gedacht. Ich kann nicht mehr rückwärts gehen. Also es ist ja persönlich und von daher hat man auch gleich eine ganz andere Stimmung in diesem Raum und das ist das Schöne. Ich muss dir was sagen. Ich würde dich gern für immer. Ich bin meinen Fans sehr dankbar, dass das bei denen auch so gut ankommt und ich gebe mir auch große Mühe, gute Texte zu machen und schöne Musik zu schreiben, dass ja, das so weitergeht. Du, ich muss dir was sagen. Perfekt, muss ich sagen. Einfach perfekt. Also sowas könnte man gerne öfter haben. Das war einfach nur super geil. Doch mit dir würde ich's wagen. Recht herzlichen Dank, Mediamarkt.